Am Beginn der Regenzeit ist es in Thailand nicht nur unerträglich heiß, Sie sehen es, es ist auch furchtbar laut, jedenfalls im Nordosten des Landes, im Isan. Denn es ist die Zeit des großen Raketenschießens. Ob Sie es glauben wollen oder nicht, wir sind in einer Raketenfabrik in Thailand. Wir stellen vor, die Raketenbauern des Isan. Es ist laut beim Raketenfest von Yasothorn im Nordosten Thailands. Raketenfeste gibt es vielerorts im Isan, der Provinz an der Grenze zu Laos, aber das Fest von Yasothorn ist stets das größte. Paraderaketen rollen durch die Stadt. Das Fest beginnt mit großen Umzügen. Die Raketenschüsse sollen das Ende der Trockenzeit beschleunigen, den Himmel aufschließen für den ersehnten Regen. Ausgelassene Karnevalsstimmung gehört natürlich auch dazu. Das Fest dauert mehrere Tage. Wir sind zu Besuch in der Raketenwerkstatt im Dorf Hua Muang. Offenbar wirken die Geschosse schon, bevor sie abgefeuert sind. Es strömt ein Tropenregen. Die Männer müssen darauf achten, dass ihr Pulver trocken bleibt. Hier wird das explosive Gemisch angerührt, Potasche und Holzkohlenstaub als Treibstoff. Meine Raketen haben selten Ausfälle, sagt Suvan Chai Termsap. Er hat eine Fachhochschule für Computertechnik absolviert, aber seine Leidenschaft gehört nun mal Raketen. 90 Kilo Sprengstoff werden in das Plastikrohr gepresst. Ein ganz langsamer und vorsichtiger Prozess. Die Verteilung des Treibstoffs im Rohr entscheidet über dessen gleichmäßiges Abbrennen und damit über die Länge des Raketenfluges. Und wessen Rakete am längsten fliegt, der gewinnt beim großen Fest. Schon mein Vater hat Raketen gebaut, sagt er. Ich bin im Geschäft, seit ich 10 Jahre alt bin. So gut wie wir ist hier sonst niemand in der Gegend, sagt er. Der Bambusschwanz der Rakete wird mit Klebeband umwickelt. Chef Suvan Chai setzt auf minimalen Luftwiderstand, darum auch das ständige Reinigen. Rund 200 professionelle Raketenbauer gibt es im Isan, aber sagt er, meine Geschosse fliegen am längsten. Mein Rekord 7 Minuten und 38 Sekunden. Das Land im Isan bringt wenig Erträge, weil es stets an Wasser fehlt. Ob die Raketenschüsse früher einsetzenden Regen bringen, ist nicht sicher, aber Tradition ist Tradition. Das Festgeballer beginnt mit kleinen Kalibern. Früher bastelten die Bauern des Isan ihre Raketen selbst, heute überlassen sie das Spezialisten. Letzte Vorbereitungen vor dem Schuss. Suvan Chai und seine 15 Personen zählende Truppe ist bald an der Reihe. Reinigen, immer wieder reinigen und ein paar Geldscheine als Bittopfer können auch nicht schaden. Wir schießen heute zum ersten Mal in Yasothorn, sagt er. Die Abschussrampen hier sind nicht senkrecht. Hoffentlich kriege ich genug Höhe. Nebenan ist eine andere Profitruppe bei der Arbeit. Auch sie hat die Rakete im Auftrag gebaut für Privatleute oder Bürgergruppen, die damit den großen Siegespreis erobern wollen für den längsten Flug. Mit Muskelkraft wird die Konkurrenzrakete auf die Rampe gehievt. Auch ich bin zum ersten Mal in Yasothorn dabei, sagt Suryon Upayaso, der Konkurrent. Ich hoffe, ich kann mithalten. Die kleinen Raketen fliegen nur zum Spaß, aber bei den großen geht es um Sieg oder Niederlage. Wahrscheinlich wird auch heimlich gewettet. Die Konkurrenz ist gestartet und sie hat kein Glück. Das war nix, sagt er. Keine Höhe, nur 40 Sekunden in der Luft.
Chef Zhu Wanchai unterdrückt Schadenfreude. Mein Konkurrent hat Pech gehabt, sagt er. Meine Rakete ist besser. Noch ein Gebet zu Buddha mit der Bitte um Erfolg. Für Zhu Wanchai und seine Truppe geht es ums Prestige. Wenn seine Raketen gewinnen, kann er mit mehr und mehr Aufträgen rechnen. Jetzt ist sein Geschoss an der Reihe. Krach und Pulverdampf. Zhu Wanchais Rakete ist startklar. Die Truppe geht auf sichere Distanz. Und wie war der Flug? Reicht es zum Sieg? Leider nein. Nicht gut, sagt er. Nur 152 Meter Höhe. Die Rampen haben eben zu viel Neigung, sagt er. Dass die Abschussrampe nicht senkrecht stehen, hat gute Gründe. Es verhindert, dass ausgebrannte Raketen ins Publikum zurückfallen. In der Vergangenheit gab es nicht selten tödliche Unfälle. Längster Flug an diesem Tag, über 5 Minuten, Siegespreis 30.000 Baht, rund 700 Euro. Für den ersehnten Regen. Ausgelassene Karnevalsstimmung gehört natürlich auch dazu. Das Fest dauert mehrere Tage. Wir sind zu Besuch in der Raketenwerkstatt im Dorf Hua Muang. Offenbar wirken die Geschosse schon, bevor sie abgefeuert sind. Es strömt ein Tropenregen. Die Männer müssen darauf achten, dass ihr Pulver trocken bleibt. Hier wird das explosive Gemisch angerührt, Potasche und Holzkohlenstaub als Treibstoff. Meine Raketen haben selten Ausfälle, sagt Zhu Wanchai Termsap. Er hat eine Fachhochschule für Computertechnik absolviert, aber seine Leidenschaft gehört nun mal Raketen. 90 Kilo Sprengstoff werden in das Plastik. Das Land im Isan bringt wenig Erträge, weil es stets an Wasser fehlt. Ob die Raketenschüsse früher einsetzenden Regen bringen, ist nicht sicher, aber Tradition ist Tradition. Das Festgeballer beginnt mit kleinen Kalibern. Früher bastelten die Bauern des Isan ihre Raketen selbst. Heute überlassen sie das Spezialisten. Letzte Vorbereitungen vor dem Schuss. Zhu Wanchai und seine 15 Personen zählende Truppe ist bald an der Reihe. Reinigen, immer wieder reinigen. Und ein paar Geldscheine als Bittopfer können auch nicht schaden. Wir schießen heute zum ersten Mal in Yasothorn, sagt er. Die Abschussrampen hier sind nicht senkrecht. Hoffentlich kriege ich genug Höhe. Nebenan ist eine andere Profitruppe bei der Arbeit. Auch sie hat die Rakete im Auftrag gebaut für Privatleute oder Bürgergruppen, die damit den großen Siegespreis erobern wollen für den längsten Flug. Mit Muskelkraft wird die Konkurrenzrakete auf die Rampe gehievt. Auch ich bin zum ersten Mal in Yasothorn dabei, sagt Suryon Upayaso, der Konkurrent. Ich hoffe, ich kann mithalten. Die kleinen Raketen fliegen nur zum Spaß, aber bei den großen geht es um Sieg oder Niederlage. Wahrscheinlich wird auch heimlich gewettet. Die Konkurrenz ist gestartet und sie hat kein Glück. Das war nix, sagt er. Keine Höhe, nur 40 Rohr gepresst. Ein ganz langsamer und vorsichtiger Prozess. Die Verteilung des Treibstoffs im Rohr entscheidet über dessen gleichmäßiges Abbrennen und damit über die Länge des Raketenfluges. Und wessen Rakete am längsten fliegt, der gewinnt beim großen Fest. Schon mein Vater hat Raketen gebaut, sagt er. Ich bin im Geschäft, seit ich 10 Jahre alt bin. So gut wie wir ist hier sonst niemand in der Gegend, sagt er. Der Bambusschwanz der Rakete wird mit Klebeband umwickelt.
Chef Su Van Chai setzt auf minimalen Luftwiderstand, darum auch das ständige Reinigen. Rund 200 professionelle Raketenbauer gibt es im Isan, aber sagt er, meine Geschosse fliegen am längsten. Mein Rekord 7 Minuten und 38 Sekunden. Am Beginn der Regenzeit ist es in Thailand nicht nur unerträglich heiß, Sie sehen es, es ist auch furchtbar laut, jedenfalls im Nordosten des Landes, im Isan. Denn es ist die Zeit des großen Raketenschießens. Ob Sie es glauben wollen oder nicht, wir sind in einer Raketenfabrik in Thailand. Wir stellen vor, die Raketenbauern des Isan. Es ist laut beim Raketenfest von Yasothorn im Nordosten Thailands. Raketenfeste gibt es vielerorts im Isan, der Provinz an der Grenze zu Laos, aber das Fest von Yasothorn ist stets das größte. Paraderaketen rollen durch die Stadt. Das Fest beginnt mit großen Umzügen. Die Raketenschüsse sollen das Ende der Trockenzeit beschleunigen, den Himmel aufschließen.